Wenn die Familie durch das Feld läuft, ist sie froh, dass alle Pflanzen gekommen sind. Wir sind in der Halbwüste Brasiliens im sogenannten Semi-Arido. Heute ist es 36 Grad heiß, nichts Außergewöhnliches. Aqui é a cultura de sorgo, né? Das hier ist unser Hirsefeld. Es ist eine sehr hitzeresistente Art. Wir können diese Pflänzchen bis zu 8-mal schneiden, dank unseres Bewässerungssystems. So funktioniert's. Einmal kurz den Hebel umlegen, schon fließt Wasser durch einen dünnen Schlauch, der im gesamten Feld verlegt ist. Wassersprinkler geben gering dosiert wertvolles Wasser ab. Oder kleine Löcher im Schlauch selbst. Immer nur ganz wenig, damit das Wasser in der großen Hitze nicht sofort wieder verdunstet. Die Wasserversorgung im Nordosten Brasiliens ist möglich, weil die Familie hinter ihrem Haus diese Zisterne hat. Sie fasst 52.000 Liter. Dieses Wasser brauchen wir, um unsere Felder zu gießen. Wir tränken damit aber auch unsere Tiere, damit sie in der Trockenperiode nicht verdursten. Wir nutzen das Wasser, wann immer wir es in der Landwirtschaft brauchen, zum Beispiel auch, um unsere Obst- und Gemüsegärten zu bewässern. Über diese betonierte, schiefe Fläche wird kostbares Regenwasser aufgesammelt und in die Zisterne geleitet. Es regnet hier sehr unregelmäßig, nur zwischen Dezember und März, dann aber richtig viel. In den anderen 8 Monaten herrscht dagegen absolute Dürre. Doch durch die Zisterne hat die Familie das ganze Jahr über Wasser. Und damit auch Futter für die Tiere. Iago kann so jeden Tag die Ziegen füttern. Ziegen können extreme Hitze gut vertragen. Deshalb sind sie für die Haltung im Semi-Arido bestens geeignet. Sie können im Gegensatz zu Kühen auch bei Temperaturen um die 45 Grad im Schatten leben. Solche Tage sind hier, knapp eine Autostunde südlich der Stadt Juazeiro, keine Seltenheit. Auf die Ziegen kann sich Iago verlassen, sie geben trotzdem Milch. Einen Liter mindestens, manche Tiere geben bis zu 2,5 Liter. Wir melken sie jeden Tag, bringen die Milch dann am Abend rüber zu meinen Großeltern. Sie wohnen gleich nebenan. Die beiden verarbeiten die Milch dann zu Ziegenkäse. Wir besuchen die Großeltern Pascoal und Maria. Im Haus ist es angenehm kühl. Sie sind Kleinbauern, einfache Leute, so wie viele in dieser Region. Wir haben Käse, wir haben also was zu essen. Und wir können ihn auch verkaufen. Opa, das bringt Geld. Wir machen sogar eine Süßspeise aus dem Ziegenkäse. Wir haben alles, Gott sei Dank. Früher hatten wir wenig, vielleicht 1-2 solcher Päckchen am Tag. Aber heute machen wir richtig viel. Durch den Verkauf verdienen sie sich ein kleines Zubrot, das die Familie gut gebrauchen kann. Bei uns hat sich vieles verändert, dadurch, dass wir nun das ganze Jahr über Wasser haben, sagt uns Maria. Sie können heute nicht nur Käse herstellen, sondern haben jetzt auch genügend Wasser zum Abwaschen, fürs Kochen und ihr eigenes Trinkwasser. Denn hinter dem Haus haben die Großeltern für die gesamte Familie eine Regenwasserzisterne. Das Wasser kommt über die Rinne. Wenn es regnet, läuft das Regenwasser direkt hier runter und in die Zisterne hinein. Dann schöpfen wir die Menge ab, die wir im Haushalt brauchen. So kann die Großmutter täglich für die Familie kochen. Ein Luxus, der vor einigen Jahren noch nicht vorstellbar war. Heute gibt es Ziegenfleisch. Hier drin ist Ziegenmilch.
Feijão. Da sind die Bohnen. Und hier ist das Wasser für den Reis. 9 Millionen Menschen leben so wie diese Familie im Semiárido auf dem Land. Ohne die Wasserversorgung mit Zisternen wäre ein Überleben in dieser Region nicht möglich. Das Regionale Institut für angepasste Kleinbauernlandwirtschaft und Tierhaltung, IRPA, hat das Projekt 1 Million Zisternen ins Leben gerufen. Mit Unterstützung des brasilianischen Staates und Caritas International. So können die Bauern hier bleiben, müssen nicht umsiedeln. Eine knapp 1 Million Quadratkilometer große Region bleibt so bewohnt. Nachhaltig und angepasst an die schwierigen Lebensbedingungen der Halbwüste im Nordosten Brasiliens.